Ja, wir sind wieder im Tries und ja, schaut euch das mal an. Das Schöne ist halt hier die Bäume, ne? Das schaut natürlich toll aus. Da unten ist jetzt unser Car. Ich hoffe, das erwartet auf mich. Ja, ist halt doch noch ein bisschen humpelmäßig unterwegs. So ganz schnell bin ich noch nicht wie früher. Ah. Schön die Bäume hier. Ne? So. So, die Karp. Karp. Bye bye. Kommt kein Karp, die Karp. Hast du liegen lassen? Nur eine Bierdose. Die habe ich jetzt vergessen, sonst hätte ich es mitgenommen. Aber das ist auch neu, ja. Das Pizza Sushi Café. So, da gehen wir was Schönes essen. Da isst man wirklich immer gut. Und na dann. Was ist denn jetzt? Hier wieder das leckere Best of Chicken mit Cashewnut. Das ist wirklich gut hier. Ein Riesenberg Fried Reis. Ne? Das hätte ja gereicht, der Fried Reis für uns alle. What is the name? Das ist traditionelles thailändischer Phuket Food. Schwein, Schwein Hong, Zimmerschwein. Hong Nam. Hong. Hong ist doch the room. Hong is Hong. Was ist Hong Hong? Hong is room Hong. Der Rüssel wahrscheinlich. Aber room is Hong. Hong, okay. Aber das ist schon geil, ne? Die Vielfältigkeit, was man da jetzt am Tisch hat zum Essen. Ne? Mal wieder zu viel bestellt. Na, wir essen jetzt bis Mitternacht. Das geringen wir weg heute. Wir lassen uns einfach Zeit. Da rauchen wir noch ein zwischendrin. Da passt. Die Tanita erklärt jetzt mal, was Mo Hong heißt. Was ist das? Hong. Nicht Hong. Hong ist Room. This is Hong. Hong is mean you like a steam. Cooking, cook and cook. Soft. Ha? Suppenfleisch. Suppenfleisch. Und wie heißt es auf Deutsch? Suppenfleisch. Zimmerfleisch. Suppenfleisch ist schon deutsch. Ich meine, Fakt ist halt in dem Restaurant, ne, muss man mal ganz ehrlich sagen, hier kocht der Chef. Der ist da hinten drin und rödelt immer rum und seine Tochter lernt er auch da an. Die ist auch mit dabei. Das ist die jüngere Dame, die da hinten steht mit Maske. Und das Essen ist richtig lecker hier. Also das Zimmerschwein Mo Hong, das Zimmerschwein ist gekochter Bauchspeck, ne? Aber richtig lecker, oder? Ja, was man aus Schwein alles so machen kann, ne? Manche machen ja sogar eine Sau draus, habe ich mir sagen lassen, aus einem Schwein. Rüssel, hast du schon mal einen Rüssel gegessen? Nee, ne? Das soll auch gut schmecken, hab's auch noch nicht gegessen. Probieren. You drink enough alcohol. You don't need. Today no alcohol yet. Me also. Nein. Beer, you have beer. Beer is not alcohol. Beer is water and taste. It's water. Ja. Wasser mit Gewürzen. Mach mit seinem Geschmack. Mit Kräutern, Wasser mit Kräutern. Es ist Mitternacht in Kamala und überall wird gebaut. Ich bin jetzt gerade am PC und die renovieren ja auch. Und wie man sieht, hier wird die Arbeit nachts gemacht. Und ich hatte ja letztens schon mal ein Video gemacht, dass die Telefonshops da draußen sind. Da ist mir ja gar nicht aufgefallen, dass sie die jetzt alle hier
an der Seite reingemacht haben. Hier, wie man sieht, die Bauarbeiter am Werkeln. Da die Karp. Und hier sind die ganzen, die Läden, die halt vorher drin waren. Ne? Ich weiß nicht, ob es den V-Job danach wieder gibt, ob der dann draußen ist, wenn wir sehen. Aber hier, ja, so schaut es aus. Nachts in Kamala. Überall wird gearbeitet, wie bei uns auch, aber halt nicht nachts. Hier wird gerade gefrühstückt oder Mitternachtsschneck. Ja, so ist es halt. Nachts in Kamala. Alle bereiten sich vor auf die nächste Saison. Man muss ja auch sagen, es ist immer mehr los, immer mehr Inder und Araber auch hier. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und selbst da drin sind heute Leute, da sehe ich ja sonst nie jemanden. Naja, geht halt nachts erst das Geschäft. Interessant. Ah ja, da war ja noch der andere Windshop, wo ich letztens so viele Leute gesehen habe, mal nachts. Mal schauen, wie es da jetzt ausschaut. Hier auch alles neue Restaurants. Hier das Hotel neu renoviert mit Restaurant. Also Kamala bei Nacht. Interessant, da mal durchzufahren. Super Cheap 7-Eleven. Da wird man nicht ganz so gejagt wie tagsüber, weil das ist wirklich nicht mehr schön. Der Laden hat zu. Lotus hier. Lime Street. Wir haben 4 V-Chubs auf der Straße. In einem war 4 Leute drin. Hier haben wir die Devil's Bar. Hier geht es links zur Kokosnuss und gleich wieder links. Das ist die Einflugschneise zur Kokosnuss. Naja, da brauche ich jetzt nicht halten. Schauen wir jetzt das nochmal hier an. Da ist ein bisschen Live-Musik da drüben. Hier, die haben auch wieder auf. Mein Gaumann Geiladen oder machen auf um 3. Hier war letztes Mal voll wie vorbeigefahren mit Nacht, da sieht es auch nichts los. Ja, Kamala bei Nacht. Dann schauen wir hier nochmal, gehen wir nochmal die Runde. Und dann geht es ins Bettchen, weil morgen früh muss ich früh raus. Ja, heute ist schon allgemein sehr ruhig. Alter BMW. Ja, und jetzt fahren wir hier links und dann sind wir ja auch schon wieder mehr oder weniger Bahn Kamala, da werde ich demnächst mal ein Video drüber machen. Dann hier haben wir das Jabana Hotel, alles in der Nähe von der Kokosnuss. Und jetzt geht es hier rechts und dann sind wir schon wieder mehr oder weniger in der Soy Kokosnuss. Wir sind am längsten da jetzt, also kann man schon sagen, Soy Kokosnuss. Da vorne links, wo das grüne Licht leuchtet, das jetzt nicht leuchtet, da sind wir. Sunshine Bar oder Restaurant mehr oder weniger. YouTube-Kanal, danke! Super! Give me 5! Yeah!